Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und heute möchte ich euch den Survival Flight Mod vorstellen. Und mit diesem Mod ist es möglich, dass ihr in der, nicht in der, obwohl doch kann ich auch sagen, eigentlich in der Minecraft 1.12, ne, also ein Mod für 1.12 mal wieder, wie ihr einfach im Survival-Modus halt, jetzt im Survival-Mod hier, fliegen könnt. Und standardmäßig ist der Low Flight Button auf der Zurücktaste eingestellt hier, also über Enter, also Back. Und mit dem Pluszeichen könnt ihr schneller fliegen und mit dem Minuszeichen langsamer. Ich würde sagen, wir aktivieren das mal. Standardmäßig steht hier oben dann Survival Flight Disabled. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal auf An. Also einfach jetzt Back drücken. Und dann steht, ihr seht ihr schon, das ist Enabled. Und jetzt können wir einfach hier Leertaste drücken. Und dann können wir mal rumfliegen. Oh yeah. Ist das nicht krass? Wie in Creative Mode. Aber wir sind in Survival Mode. Oh yeah. Das ist mal cool. Oder? Richtig cool. Dann könnt ihr richtig schöne Minecraft-Faktenwelt von oben sehen. Auch im Survival Mode. Ist das nicht krass? Also, ja, das ist eigentlich ein Flyhack, ne? Aber ein Flyhack, den man machen darf. Ich mach kurz beim PS Plus. Dann sollte, ey, lol, so. Warum geht das nicht? Oder geht das gar nicht? Ah, hab ich was falsch eingestellt, oder was? Ahnung, ich mach mal. Achso, nee, lol. So, bei den falschen Tasten. Müsst ihr aber auf der Mod-Seite mal gucken, da steht auf jeden Fall mit, welchen Tasten ihr das machen müsst. Aber ich kann jetzt hier Plus drücken. Wir können jetzt einfach umstellen hier. 2,75, 3 und 10 bis 3,75, dann geht das aber. Dann seid ihr schon richtig schnell. Oh yeah. Das ist richtig, richtig fix. Und da geht das natürlich auch so schnell. Wenn ihr Minus drücken wollt, geht einfach wieder schön runter. Bis sogar 2,5 und dann ist es wieder wie so ein ganz langsamer Flug hier im Spectator Mode, ne? Können wir richtig schön auf der Stufe 2 rumfliegen oder so, oder Stufe 3. Und sogar 3,75, ne? Genau. Dann können wir richtig schön hier rumfliegen und das geht auch richtig gut. Und das ist wie gesagt eben Survival Mode, oh yeah. Und das ist immer richtig cool. Ein cooler Mod so, ne? Relativ simpel auch zu installieren. Und ja. Auf jeden Fall ziemlich cooler Mod so an sich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier so durchs Dach lol. Okay. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich bin jetzt mal spazieren. Auch doch nicht. Oh. Okay, ihr solltet nicht durch ein Teil fliegen, was so groß ist. Also müsstet ihr so machen, dass ihr einfach so ganz normal hier einfach reingeht. Damit auch das funktioniert. Dann könnt ihr auch zum Beispiel im Nassau rumfliegen, ne? Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, einfach jetzt wieder hier. Na, das da. Bums auf. Das Ding ist machen. So, und dann können wir hier schon hier rumfliegen. Vielleicht spielen wir nicht so schnell. Ist eben ein bisschen weniger Platz hier in so einem Laser, ne? Dann könnt ihr auch richtig schön hier im Laser rumfliegen. Oh, mit Glauben solltet ihr auch nicht fliegen. Wie gesagt, ihr seid ja auch im Survival-Mode, ne? Das ist krass einfach. Das ist einfach, wenn ihr im Survival-Mode einfach ja, fliegen könnt. Und, ja. Dann wäre das eigentlich gewesen von dieser Mod-Vorstellung. Wie ihr das hier machen könnt. Oh, scheiße. Das hier. Das könnt ihr in einer weiteren Minecraft-Faktenbrücke nachschauen. Wollen wir in die Pelis schauen. Und jetzt muss ich kurz mal eben retten hier. Wenn ich nochmal drauf gehe. Eigentlich ist einfach mit den Kesseln. Ja, komm schon. Danke. Auf jeden Fall, ja, wie ihr das schafft, einfach mal in die Minecraft-Faktenplays nachschauen. Da findet ihr eine Anleitung dazu. Für mich ist das gewesen mit dieser kleinen Mod-Vorstellung. Ist halt ja nichts ganz Spektakuläres. Aber als ich die Mod gesehen habe, wollte ich unbedingt mal vorstellen. Einfach, weil er auch relativ simpel gehalten ist, ja. Ich stelle manchmal einfach so Mods vor, die sind so kompliziert, ne? Oder ist einfach so ein kleiner Mod, einfach drei Tasten und dann kann ich richtig schön so Mod einfach fliegen. Richtig schön Flyhack, ne? Und, ja, du bist dann jetzt gewesen von dieser kleinen Mod-Ausstellung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonniert nicht vergessen und tschüss.